Every day we're going up to our tree. Usually it's no romance. It's just, ich bin Manuel, der Sänger von Jenna Traffic. Und ja, wir haben letztes Jahr den Wildwechsel-Band-Contest gewonnen. Konnten uns gegen, wie viele Bands waren es? Ich weiß es nicht. 50 Bands durchsetzen. War eine Riesenerfahrung für uns, hat sehr viel Spaß gemacht und für uns war das selbstverständlich. Also wo du uns gefragt hast, was machen wir heute, habt ihr Zeit, Mensch, auf dem Finale spielen, selbstverständlich Ehrensache, dass wir heute Abend hier sind. Und jede Bühne, die wir spielen können, die spielen wir auch und es macht immer Riesenspaß. Und gerade heute Abend war es für uns was ganz Besonderes, nochmal hier zu sein. Ein Jahr ist vergangen, ist viel passiert, auch durch Wildwechsel. Wir waren ja, ich weiß gar nicht, ist zwei Wochen her, zwei Ausgaben her. Da waren wir auf dem Cover und das hat uns echt sehr, sehr viel gebracht. Und ist echt cool, sein eigenes Gesicht auf so einem Cover zu sehen. Das ist echt völlig ungewohnt. Und ja, das ist alles so nach diesem Bandcontest entstanden. Und wie haben wir uns gesteigert? Warum war das so? In erster Linie war das so, weil... seit dem letzten Contest haben wir uns halt überlegt, ja, wir machen ein Album. Es war übrigens auch unser erster Auftritt beim Vorausscheid mit Sven, unserem neuen Drummer. Und dass wir natürlich dann direkt da gleich gewinnen, das war echt ein Traum. Und wir haben uns gedacht, das kann nicht alles gewesen sein, wir müssen jetzt weitermachen. Und haben uns dann entschlossen, ein Album aufzunehmen, sind nach Celle, nach Hannover gefahren, ins Echo Lane Studio. Und haben da unser erstes Album Boarding Time aufgenommen, was jetzt auch auf unserer Homepage zu erwerben ist. Und da haben wir viel geprobt. Wir haben im Studio, wir haben nächtelang im Studio verbracht. Das war auch eine ganz, ganz eigene Erfahrung. Und es war einfach cool, mal unter sich zu sein irgendwie. Nur wir fünf dann in dem Fall, weil Chris dann noch eingestiegen ist. Chris Gronau hat dann die Gitarre gespielt bei uns. Und ja, wir waren einfach vier Wochen lang alleine in so einer Absteige, in Celle. Und haben halt nur gemuckt. Und das trägt wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu bei, dass diese Spielfreude halt beibehalten ist. Und ich glaube, das merkt man uns an, dass das was gebracht hat, dass das uns zusammengeschweißt hat im Studio. Und ich glaube, das hält bis heute an und das ist echt sehr, sehr schön. Und da bin ich auch richtig stolz drauf, dass ich vier solche Jungs hinter mir habe, auf die ich mich verlassen kann. Und das macht immer, echt immer wieder Spaß. Ja, auf jeden Fall hat das was gebracht. Und alleine schon das Fotoshooting, was wir dann in Kassel gekriegt haben. Da war ein Fotoshooting mit bei der Michaela Winter. Und da sind wir auch völlig unvorbereitet hingefahren. Ja, Fotoshooting abknipsen lassen. Ich war danach durchgeschwitzt. Das war echt sehr, sehr witzig, sowas mal kennenzulernen. Und natürlich hat uns das was gebracht. Alleine für uns. Natürlich ist das immer gut fürs Ego, wenn man sowas gewinnt. Und das ist motivierend. Und das treibt dann an, einfach weiterzumachen mit dem. Das bestätigt einen. Die herausragendsten Sachen. Also erstmal, dass wir die CD fertig gekriegt haben. Das ist... einfach unbeschreibliches Gefühl, eine CD in der Hand zu haben, wo man selber drauf ist und wo seine eigenen 12 Songs drauf sind, die man irgendwann mal geschrieben hat und die man später seinen Kindern zeigen kann. Das ist einfach das Größte, was man erleben kann als Musiker, glaube ich. Und über dem hinaus natürlich waren wir Vorband von Saga und von The Sweet. Zwei der größten Kapellen der 70er, 80er Jahre. Vor solchen Kapellen zu spielen oder T.M. Stevens, bekannt hier durch Joe Cocker, hat er bei Unchain My Heart das Bass-Solo gespielt. So einen Menschen kennenzulernen, der einfach weiß, wie es in diesem Geschäft zugehen kann und trotzdem noch auf dem Boden geblieben ist. Einfach solche Menschen kennenzulernen, das war echt ein Traum letztes Jahr. Messbar ist auf jeden Fall, dass wir auch bei den ganzen sozialen Netzwerken oder bei Auftritten uns reisen Fans mittlerweile mit. Die können die Texte auswendig und ja, ist das Brot des Künstlers. Ne? Besser geht's nicht, das ist schon zählbar genug. Das ist eigentlich von Gig zu Gig eigentlich immer gleich. Also wir unterscheiden eigentlich, ob da jetzt irgendwo ein Band-Contest, also ob wir jetzt direkt teilnehmen oder ob wir nicht teilnehmen, ob wir nur Ehrengast sind oder wie auch immer. Das ist, bitte? Hast du nicht so ein bisschen mitgelitten? Ja, selbstverständlich. Man hat auch seine eigenen Favoriten, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Natürlich, man weiß ja, wie es ist, dann zu stehen, wenn man dann seinen Namen hört darf dann losjubeln. Jeder hofft ja immer. Und natürlich fiebert man damit, aber ich sag mal, für uns persönlich ist jeder Auftritt was Besonderes und versuchen immer das Beste zu geben und geben Gas, weil es einfach für uns das Schönste eigentlich ist, auf der Bühne zu stehen und wenn man dann sieht, dass die Leute mitmachen, so wie es heute war, ist natürlich immer generell den Ratschlag, den ich jedem geben würde, der Musik macht, macht weiter, einfach weitermachen und vor allen Dingen sein Ding durchziehen, also sich nicht verbiegen lassen, einfach so bleiben, wie man ist, solange man Spaß an der Musik hat.
immer weitermachen.